Ihr habt OBS Studio in der Version 28 auf eurem Mac installiert und gemerkt, dass nicht alle Sachen so funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Dann seid ihr in diesem Video hier genau richtig. Denn mir ist das genauso passiert. Ich wollte OBS Studio 28 auf meinem Mac installieren und ja, das ein oder andere Problemchen gab es da schon. Ich habe dann ein wenig recherchiert bzw. einfach geschaut, wie ich diese Probleme lösen kann. Und ich möchte euch heute einmal die wichtigsten bzw. größten Probleme, die mir so aufgefallen sind bei meiner OBS-Nutzung zeigen. Und das Gute ist, bei den meisten gibt es auch wirklich gute Lösungswege. So, und das Erste, was ganz schnell mal auffällt, wenn man sich in OBS Studio 28 seine Szenen und so weiter zusammenbauen möchte, wenn man eine Quelle hinzufügt und die macOS Bildschirmaufnahme wählt und dann hier eine Bildschirmaufnahme wählen möchte, funktioniert das öfters mal nicht. Und ich möchte euch heute einfach zeigen, wie ihr das machen könnt, wenn das gerade nicht funktioniert hier bei euch. Dann gibt es nämlich einen Trick, wie das manchmal funktioniert, wenn das hier jetzt nicht funktioniert, weil bei mir war das lange Zeit so, dass ich hier nur die Fenster- oder Anwendungsaufnahme nehmen konnte. Aber es gibt einen Weg, wie ihr das auch machen könnt, wenn das in diesem Fenster hier nicht funktionieren sollte. Und zwar könnt ihr das dann hinkriegen hier unten, unter Verwalten, könnt ihr hier die Bildschirmaufnahme nehmen. Und wenn ihr die dann hier hinzufügen solltet, dann wird das Ganze sofort funktionieren. Ist komisch, dass es hier geht und da nicht, aber es ist auf jeden Fall so. Und ja, es ist einfach wichtig, dass man es weiß, damit es nachher dann eben geht. Das führt uns auch gleich zur nächsten Sache, die nicht geht bei OBS Studio 28. Und das liegt daran, wenn ihr Browser-Docs habt, also hier beispielsweise euer Twitch verbunden ist mit OBS und ihr hier beispielsweise die Twitch-Statistiken oder sowas habt oder Aktivitätsfeed oder den Chat auch und ihr dann OBS Studio öffnen wollt ohne WLAN, dann ja, wird es nicht funktionieren. Also euer Computer braucht Internetverbindung, sonst stürzt OBS nach 3 Sekunden oder so ab. Liegt einfach daran, dass die Browser-Docs im Hintergrund immer wieder geladen werden, glaube ich, bis der Computer einfach denkt, das Programm, keine Ahnung, will gleich explodieren, weil es diese Docs nicht laden kann. Dafür wird es sicherlich bald einen Fix geben, aber den haben wir aktuell noch nicht. Also falls euch wundert, dass OBS Studio abstürzt, solltet ihr einfach mal schauen, ob ihr vielleicht nicht mit dem WLAN verbunden seid, weil das ist das häufigste Problem oder ob eure WLAN-Verbindung gerade schlecht ist. Aber aktuell ist das eigentlich auch gar nicht so schlimm, denn wenn man das weiß, eigentlich nutzt man OBS ja auch nur, wenn man im WLAN ist. Das dritte Problem, was häufiger mal aufgetreten ist in der Zeit, wo ich OBS Studio 28 jetzt benutzt habe, ist, dass diese Browser-Docs hier am Rand von Twitch oder auch hier unten, ne, manchmal so weiß angezeigt werden. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es wird dann irgendwie nicht erkannt, dass das im Dark Mode angezeigt werden soll. Das könnt ihr nicht über die Einstellung hier irgendwie machen, sondern am besten macht ihr das einfach, indem ihr hier draufklickt, rechtsklickt und aktualisieren. Danach, in 100% der Fälle, also ihr müsst das mit jedem einmal machen, 100% der Fälle, wo mir das jetzt passiert ist, habt ihr das Problem dann einfach gefixt. So, kommen wir jetzt mal kurz zur vierten Sache. Und zwar ist das diese Funktion hier oben, und zwar die nach Updates suchen Funktion. Und zwar ist die aktuell einfach völlig kaputt. Ich bin jetzt zwar gerade auf dem aktuellsten Stand, 28.01, allerdings zeigt das manchmal auch nicht an, wenn man noch nicht auf der aktuellsten Version ist, oder wenn man das Update dann anklickt, also manchmal zeigt es auch an, dass man Update braucht, und dann klickt man da drauf und dann tut es so das Runterladen und dann restartet man das Programm und man ist immer noch auf der gleichen Version. Der einfachste Weg, wie ihr das fixen könnt, auf einem Mac zumindest, ist das Programm einfach nochmal von der OBS Studio Seite einfach herunterzuladen, einmal durchzuinstallieren, dann heißt das OBS 2 und dann klickt ihr das an und löscht das alte, sobald ihr das neue geöffnet habt und euch sicher seid, dass die Overlays da sind. Beziehungsweise habe ich das alte jetzt nicht gelöscht, einfach aus dem Grund, dass ich Angst hatte, dass meine Overlays dann vielleicht verschwinden. Eigentlich sollte das nicht passieren, aber ich dachte, ich gehe mal auf Nummer sicher und behalte OBS Studio jetzt zweimal installiert. Und dann gibt es aktuell auch noch ein paar Sachen, die ihr noch nicht fixen könnt, und zwar beispielsweise die Bildschirmtonaufnahme auf Mac. Die soll im OBS Studio 28 Update kommen. Allerdings gibt es sie einfach noch nicht. Also wenn wir hier auf Audioaufnahmegerät gehen und das hier dann hinzufügen, und dann sehen wir, dass hier nur VB Cable, das ist so ein spezieller Treiber, womit man das auch machen kann dann, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen ja das ohne so einen Spezialtreiber machen können. Das wird auch gehen mit der Version Studio 28, ist angekündigt, funktioniert aber bei mir aktuell noch nicht. Das gleiche mit der Anwendungsaufnahme.
Das soll hier oben noch drüber kommen. Funktioniert aktuell auch noch nicht auf Mac. Ich glaube, da sind ein paar Sachen einfach noch nicht implementiert. Zumindest für mein Mac-Modell. Ansonsten würde ich sagen, das war's schon mit den Sachen, die mir jetzt so aufgefallen sind. Falls euer Problem jetzt hier noch nicht behandelt wurde, schreibt's einfach in die Kommentare. Entweder mache ich dann ein zweites Video dazu oder ich helfe euch in den Kommentaren auf jeden Fall weiter. Ansonsten könnt ihr gerne noch ein Abo dalassen und diesem Video ein Like geben. Das würde wirklich sehr helfen. Hier könnt ihr noch auf zwei andere Videos klicken, die auch sich um OBS handeln. Und hier könnt ihr noch den Kanal abonnieren. Ansonsten war's das mit diesem Video. Bis dahin und tschüss.